Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, liebe Schwestern und Brüder, freue mich, wieder einmal hier zu sein. Herr Mesner wollte vorhin wissen, wie es so ist, mal wieder da zu sein. Er hat gesagt, ich freue mich, dass ich zu den Pfarrern gehöre, die wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren können. Das ist nicht selbstverständlich. Umso mehr freue ich mich, heute mit Ihnen dieses Jubiläum feiern zu können. 10 Jahre Pfarreiengemeinschaft, da denkt man natürlich zurück, was denn eigentlich so am Anfang war. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir zusammengesessen sind mit der damaligen Gemeindeentwicklerin und den Vertretern der verschiedenen Pfarreien. Und die hat ein massmäßiges Problem aus diesem Thema Pfarreiengemeinschaft gemacht. Und einer aus der Runde sagt dann so ganz pragmatisch und bodenständig, und ihr wollt es mal auch als Beste draus. Und so ist es offenbar auch gekommen. Offenbar haben sie auch das Beste daraus gemacht. Ich muss mich da nicht mehr so sehr schuldig fühlen, weil ich schon länger weg bin, als ich da war. Von dem her kann ich das ganz gelassen beobachten und betrachten, wie es so gelaufen ist. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich nicht viel mitbekomme von dem, was da war. Deswegen kommen wir zum Eigentlichen des heutigen Tages. Ernte Dank. 10 Jahre Pfarreiengemeinschaft haben wir auch etwas mit Erntedank zu tun. Und viele helfende Hände haben wieder viele schöne Dinge zusammengetragen, um uns vor Augen zu stellen, was Erntedank bedeutet. Dass diese Dinge wachsen. Jetzt sind die Kinder leider ein bisschen weit weg da oben, aber ich habe zum Glück die Ministranten noch da vorne und auch die Erwachsenen dürfen jetzt natürlich auch mitspielen. Bei der Frage, was braucht es denn eigentlich, damit das alles wachsen kann? Was braucht es, damit diese Dinge wachsen können? Wer traut sich, wer kommt raus? Also nur wörtlich, nicht tatsächlich, und ruft mir etwas zu, was es braucht. Samen. Samen, ganz wichtig. Erde. Erde. Sonne. Wasser. 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 Scheiße. Arbeit. Sehr gut. Jemanden, der es macht. Wenn ich Samen habe und Erde und Wasser und Luft und Sonne und die besten Umstände, aber keinen, der anpackt, keinen, der sät, der Unkraut ausreißt, der pflegt, der Triebe zurückschneidet, der sich kümmert, dann werden diese Dinge nicht. Bei uns im Eingang, wo ich ursprünglich herkomme, gibt es inzwischen immer mehr Wiesen, die einfach wachsen gelassen werden, um den Menschen einmal deutlich zu machen, was passiert, wenn sich niemand kümmert, wenn keiner was macht. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Dinge so wachsen, wie sie wachsen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für einen Pfarrer und für eine Pfarreiengemeinschaft. Es passiert nur das, was jemand macht. Der Rahmen ist im Prinzip vollkommen sekundär. Kommt auf die Menschen an, die etwas tun, die etwas in die Hand nehmen. Und da geht es dann oft zu, wie heute im Evangelium. Da gibt es die einen, die sagen, ja, ja, genau, das müsste man machen, das macht man. Und da lehnen sich alle zurück. Und warten darauf, dass man vorbeikommt, der das jetzt macht. Haben wir doch beschlossen, dass wir das machen wollen. Wir ist auch kein anderes Wort als Mann. Wer ist wir? Wer aus diesem Wir ist es denn schlussendlich, der es macht? Es braucht ein ganz konkretes Ich. Ich nehme es in die Hand. Und was niemand in die Hand nimmt, das wird nicht gemacht. Auf der anderen Seite sitzen da diejenigen, die sagen, oh, im Wein sind. Oh, ob das eine gute Idee ist. Oh, bedenken. Aber dann geht sie irgendwann in sich, so wie der zweite Sohn im Evangelium.
probieren wir es halt wenigstens mal. Es kann ja in mehreren schief gehen. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, haben wir es wenigstens. Wer hat den Willen des Vaters erfüllt? Derjenige, der zugepackt hat. Derjenige, der es getan hat. Sie alle werden demnächst aufgefordert werden, in so kleine lustige Plastik- und Kartonboxen ihre Vorschläge für die nächste Pfarrgemeinderatswahl reinzuwerfen. Und jedem von Ihnen fallen mindestens 5 Leute ein, die da draufschreiben kann. Da möchte ich wetten. Und das ist schon mal ein erster Schritt. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Wenn Sie das schon mal machen, ist schon mal viel gewonnen. Aber bevor Sie den Zettel einwerfen, denken Sie noch mal drüber nach, ob der 6. Name auf dieser Liste nicht Ihr was einfällt. Ob es nicht sein könnte, dass genau auf Sie gewartet. Und wenn dann, ich weiß nicht, wie es hier organisiert sein wird, der Wahlausschuss bei Ihnen anruft, ob Sie bereit sind, das zu machen, dann sagen Sie zumindest, oh ja, ich denke drüber nach. Vielleicht sagen Sie auch gleich, ja, das ist natürlich noch besser. Weil es Menschen braucht, die es machen. Und wenn Sie es nicht machen, dann macht es keiner. Aber was eigentlich? Was eigentlich soll man machen in der Pfarrei, in der Pfarreiengemeinschaft? Natürlich fallen Ihnen da auch 1000 Sachen ein. Da muss man Pfarrfest organisieren. Da muss man Seniorennachmittag machen. Da muss man was für die Jugend anbieten. Und da hat natürlich speziell auch für die Ministranten, für die Kinder, Familien, Gottesdienste, Erstkommunion soll man vorbereiten. Die Firmung muss man was machen. Ja, es nimmt kein Ende. 1000 Dinge sind zu tun. Aber wie Martha und Maria müssen wir fragen, was ist denn eigentlich das Wesentliche an dem, was wir tun? Und ist es überhaupt wesentlich, etwas zu tun? Der heilige Paulus hat eine hohe Meinung von der Gemeinde in Philippi. Da heißt es nämlich, wenn es am Abend in Christus liegt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erwartung, dann macht meine Freude vollkommen. Also wenn es das alles schon gibt in eurer Gemeinde, dann seid ihr schon ziemlich. Dann gibt es aber doch noch eine Luft nach oben. Nicht mehr viel, aber doch noch ein bisschen. Aber da war es überhaupt nicht vom Pfarrfest die Rede. Und auch nicht von den Ministranten, leider, wo es sich wert wäre. Und auch nicht von den Kindern, und nicht der Erstkommen. Weil es in der Gemeinde zuerst noch etwas vollkommen anderes gibt. Ermahnung in Christus. Das heißt nicht, dass ich dir sage, was für ein Depp du bist, weil ich es ja so viel besser weiß. Sondern das heißt, dass ich meinen Auftrag spüre, das, was mir aufgefallen ist, an jemanden, ihm in Liebe zu sagen, damit er etwas dazulernen kann. Nicht damit ich nur einen oben drauf gehe, sondern damit der andere eine Chance hat, das, was ihm sonst keiner gesagt hat, abzustellen. Zuspruch aus Liebe. Da ist vielleicht das ein oder andere Mauerblümchen, das sich nicht so traut, das ein bisschen Ermutigung braucht, ein bisschen rausziehen. Nicht, weil ich noch jemanden brauche, der mir Kaffee kocht beim Seniorennachmittag, oder nicht, weil ich noch jemanden brauche, der mir beim Pfarrfest hinter dem Grill steht, oder weil ich noch jemanden brauche für irgendwas. Sondern wenn es mir nur darum geht, den anderen zu ermutigen, und zu sagen, ich glaube daran, dass in dir noch ein Potenzial steckt. Und falls es dir noch niemand gesagt hat, du bist gut, so wie du bist. Herzliche, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erwartung. Wir könnten das jetzt alles noch durchbuchstabieren, aber dann dauert es wieder zu lang. Beim Herrgen hat jemand gesagt, ich bin zufällig vom Pfarrheim gekommen, sagt er wieder, dann dauert es heute wieder. Also ich möchte nicht schuld sein, aber es ist zu lang dauert, deswegen mache ich Ihren Punkt. Weil ich glaube, Sie haben verstanden, um was es geht. Zuerst einmal geht es um den Geist. Zuerst einmal geht es darum, was wir als
wie wir miteinander umgehen, was für ein Geist unter uns herrscht, wie wir miteinander reden, wie aufmerksam wir aufeinander sind, wie wertschätzend wir miteinander umgehen. Kein Mensch will sich irgendwo engagieren, wo alles, was du machen kannst, nur falsch ist. Wonach dabei sich alle anderen zurücklehnen und sagen, jawohl, jetzt haben wir ja ein paar netten Pfunden, die es machen. Jetzt brauche ich es nur noch mal. In solcher Gemeinschaft wird kein Mensch sich engagieren. Aber da, wo ich weiß, ich werde gebracht, ich werde ermutigt, ich werde unterstützt, weil es uns um eine gemeinsame Sache geht, um ein gemeinsames Anliegen, um Jesus Christus, um unseren Glauben, weil wir Christ sind, steht auf dem Plakat für die Pfarrgemeinde Ratswahl. Das muss die Motivation sein. Es muss uns um Jesus Christus gehen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben mit Christus Jesus entspricht. Alles andere kommt das viel danach. Was für einen Ausdruck das bekommt, wie das dann aussieht, was für Räume wir brauchen, ob mein Pfarrer ein Bauern oder nicht bauen, das ist vollkommen sekundär, das interessiert gar nicht. Das Entscheidende ist, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander Christen sind. Es ist heute schon klar, dass diese Pfarreigemeinschaft nicht so bleiben wird, wie sie ist. Das ist nicht nur hier, sondern das ist in der ganzen Diözese. Und wenn Sie immer danach gucken, wie können die vorhandenen Priester, die pastoralen Mitarbeiter, die Räume, die Gottesdienstzeiten, wie können wir diesen Kram so verteilen, damit ich zu meinem Recht komme, damit jede Gemeinde das größte Stück vom Kuchen bekommt, dann wird es nicht funktionieren. Dann wird es sehr schnell seine Grenze überschreiten, die das Mögliche möglich macht. Aber wenn wir begriffen haben, dass es vollkommen wurscht ist, wo die Gemeinde Jesu Christi zusammenkommt, um ihren Glauben zu feiern. Wer neben ihr in der Kirchenbank sitzt. Wer vorne steht und die Messe hält. Und ob es überhaupt eine Messe ist, aber es gibt Ideen wie auf Glatter, ist das bitte nicht hier. Erst wenn wir das begriffen haben, dann geht es nicht mehr um Pfarreiengemeinschaft, dann geht es nicht mehr um den Zusammenschluss von Gemeinden, sondern dann geht es um Glaubensgemeinschaft. Dann geht es vor allem um Christen, die zusammenkommen, um ihren Glauben zu feiern und hinausgehen in die verschiedenen Stadtteile und Ortschaften, in ihre Häuser und Wohnungen, in ihre Arbeitsplätze und Schulen, um ihren Glauben zu leben, um zusammenzukommen und sich zu bestärken und hinauszugehen und den Samen hinauszutragen, damit etwas wachsen kann. So entstehen Früchte. Früchte des Glaubens, Früchte der Kirche, so geben sie ihrer Kirche eine Zukunft, weil über die nächsten 10 Jahre hinaus.